Heute geht es um das Thema Zensieren mit Final Cut. Ich zensiere ab und zu Videos für Tierschutzvereine, befinde mich gerade in Karlsruhe in einem Hotel und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert und dafür gehen wir eben auf den Bildschirm. Ich habe hier einfach mal ein kurzes Video von mir, einen kleinen Clip reingeladen und eigentlich ist es ganz einfach. Wir wählen einfach mal den Clip aus, gehen hier unten auf Vorgaben bzw. installierte Effekte und dort geben wir ein Sensor. Den Sensoreffekt legen wir einfach auf dem Bildschirm und ihr seht schon, hier öffnet sich eine Maske. Die können wir bewegen, die können wir kleiner ziehen und wir haben hier schon die Pixel, die wir später wollen, um zum Beispiel Gesichter zu zensieren. Hier können wir nochmal den Radius einstellen oder eben direkt mit den Pfeiltasten drauf. Wir haben hier einmal die Verpixelung, wie stark, also 0 ist natürlich gar keine Verpixelung. Oder ganz große Verpixelung, dann können wir hier einstellen, also ganz simpel gemacht. Wir haben auch verschiedene Arten vom Verpixeln, einmal das klassische, was ihr hier schon seht. Dann haben wir einmal den Blur, also so einfach unscharf werden. Wir haben einmal Darken, das heißt, es wird einfach dünkler. Wenn wir hier auf 100% gehen, sehen wir, es ist einfach ein schwarzer Balken. Wir können auch weitergehen, Rectangle. Dann ist es halt einfach ein viereckiger Bereich, der schwarz geblurrt wird, also schwarz unkenntlich gemacht wird. Ich nehme mal Pixel 8. Und um das Ganze hier mal zu verdeutlichen, wir haben hier eine Szene, da laufe ich rein, gehen wir mal ein paar Frames vor, das mache ich mit den Pfeiltasten. Genau. Wir wollen jetzt schon natürlich hier von Anfang an, dass das Bild verpixelt wird. Dafür markieren wir den Clip wieder, ziehen hier diese Verpixelung einfach hier drauf. Können wir ganz grob machen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir hier Center einmal anwählen und Radius. Und jetzt können wir starten, Frame für Frame durchgehen und immer weiter schieben. Und ihr seht, hier wird dann immer ein Keyframe gesetzt. Bedeutet, später im Video wandert die Zensur einfach mit und wir haben alles schön verpixelt. Ich mache das mal eben. Ich gehe dabei übrigens auch so vor, dass ich immer einfach auch teilweise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Frames überspringe und dann den neuen Keyframe setze, indem ich hier den Sensorbereich einfach verschiebe. Einfach daraus aus dem Grund, denn ihr seht, ich bewege mich da kaum und deswegen ist es auch nicht vonnöten, dass man hier immer jeden Frame einzeln Punkt für Punkt genau macht. Weil es geht ja eigentlich nur darum, dass diese Person unkenntlich gemacht wird. Gibt es ganz selten bei Hochzeiten, aber oder eben bei so Tierschutzaktionen und genau. Noch ein wichtiger Punkt ist, wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine zweite Person hier im Bild hätten. Ich habe jetzt keine drin. Ich verkürze mal den Clip bis den Bereich, wo ich schon hier verpixelt habe. Wir können, indem wir einfach nochmal den Sensor draufziehen, haben wir einfach nochmal einen neuen Bereich, den wir verpixeln können. Seht ihr, und hier ist es genau das gleiche. Hier können wir einmal einstellen alles und natürlich dann die Keyframes setzen, wenn wir später irgendwie verschieben wollen. Und so einfach ist es eigentlich mit Final Cut Dinge zu zensieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr meine neue Frisur findet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. In diesem Sinne, euer Julian. Schöne Weihnachtszeit. Peace out.